Herzlich willkommen, ihr Lieben, an diesem Sonntag, dem 2. Advent, zum literarischen Adventskalender 2019. Einem Projekt, wie ihr mittlerweile ja schon rausbekommen habt, dieses Jahr von der Jugendkoordination Kronberg. Jener neuen, innovativen Jugendarbeit, die die Stadt Kronberg ins Leben gerufen hat. Wie ich gestern lustigerweise gesagt habe, eine Jugendarbeit, die nichts für Jugendliche tut, sondern eine Jugendarbeit, die etwas mit Jugendlichen tut, die also die positiven Energien und wilden Gedanken von Jugendlichen aufspüren soll oder aufspüren will, sammeln will und sie dann gemeinsam mit den Jugendlichen ins Leben bringen will. Heute am Sonntag war ich gerade in der Stadtmission in Offenbach und habe über den unterschiedlichen und vielfältigen Musikgeschmack von Engeln gesprochen. Und vielleicht kriege ich das noch hin, dass ich diese Predigt irgendwie auch euch nochmal zur Verfügung stelle. Es war jedenfalls sehr interessant. Und jetzt lese ich wieder, wie immer, aus diesen beiden fantastischen Büchern. Es weihnachtet sehr, einem Best-of der letzten 7 Jahre Weihnachtswundernacht und Weihnachtswunderzeit, dem neuen Buch von Thomas Klappstein, Frank Borkowski und Micky Wiese. Hier seht ihr die fantastischen Fotos dieser gut aussehenden Schriftsteller. Und von diesem Mann, Frank Borkowski, lese ich heute eine Geschichte, die ebenfalls in unnachahmlicher, schockierender Weise geschrieben ist. Frank Borkowski hat die Gabe, aus ganz ungewöhnlichen Blickwinkeln Weihnachten zu beleuchten. Ihr werdet das eine oder andere Mal noch mitbekommen, wenn ich die Geschichte, eine Geschichte von ihm lese. Heute liest er oder beschreibt er Weihnachten aus der Sicht des Hoteliers. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich ihn nennen? Des Herbergsvaters, genau. Der Herbergsvater, genau. Frank, der Herbergsvater. Ich bin auch nur ein Geschäftsmann, heißt die Geschichte. Lassen Sie mich zunächst ein für alle Mal etwas klarstellen. Ich bin weder politisch engagiert noch in irgendeiner Weise radikal. Ich bin ein ganz normaler Geschäftsmann, dem daran gelegen ist, genug Gewinn zu machen, um seine Familie ernähren zu können. Das musste erstmal gesagt werden. Seit sich wegen des Cäsaren lästiger Völkerzählung Tausende in unsere schöne Stadt Bethlehem aufgemacht haben und wir dieses eine armselige Paar aus Nazareth abweisen mussten, gibt es dieses Gerücht über meine schöne Herberge, dem ich in aller Schärfe widersprechen muss. Meine Herberge ist nicht überfüllt und die Aussage, dass wir nicht gastfreundlich seien, ist einfach nicht wahr. Wie Ihnen unsere vielen treuen Kunden bestätigen können, ist bei uns zwar immer viel los, aber es stehen zu jeder Zeit genügend Räume zur Verfügung. Und wir bieten günstige Preise, Zimmer für jeden Geschmack und unser preisgekröntes kontinentales Frühstück mit frischem Brot und unserem berühmten selbstgemachten Honig. Unser Gasthaus hat eine lange und stolze Tradition und ist dafür bekannt, dass wir über Jahre viele unterschiedliche Menschen bei uns willkommen geheißen haben, nur eben nicht solche Menschen. Lassen Sie mich einfach mal aus meiner Sicht erklären, was wirklich passiert ist. Zwei von solchen Menschen sind eines Abends hier aufgetaucht, um bei uns ein Zimmer zu mieten, mitten in diesem Stress, den uns die Volkszählung ohnehin gemacht hat. Ja, natürlich habe ich sie weggeschickt, aber nicht, weil wir nicht genügend freie Zimmer oder ausreichend Essen gehabt hätten. Nazarener sind eben, egal wie bedürftig und erbärmlich sie sein mögen, die Art von Menschen, die unsere Ressourcen aufbrauchen und unsere Sicherheit gefährden. Ich habe mich da informiert. Man weiß doch, was das für Leute sind. Sicher ist da auch bestimmt mal ein Guter dabei, aber die Wahrscheinlichkeit, mir einen Vergewaltiger oder einen Dieb ins Haus zu holen, der unsere Gastfreundschaft ausnutzt und den ich nicht wieder loswerde, die ist doch gegeben.
Sie kennen ja bestimmt das Sprichwort, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Ich glaube, der Satz steht sogar in einer der heiligen Schriften. Sicher, okay, die Frau sah schon sehr erschöpft aus und schwanger war sie auch noch. Und ihr Ehemann schien ehrlich verzweifelt und verängstigt, aber so etwas kann man auch vortäuschen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie unverschämt solche Leute beim Frühstücksbuffet zugreifen oder ob die sogar Waffen unter ihren Mänteln in unsere Gegend schmuggeln. Mit solchen Leuten kann man nie vorsichtig genug sein. Mal ganz ehrlich, warum lobt man mich eigentlich nicht für meine Großzügigkeit? Ich war es immerhin, der ihnen seinen Stall angeboten hat. Wie hätte ich denn ahnen sollen, dass aus dieser Geburt so eine Legende werden würde? Wegen diesem Hirtenpack, die überall rum erzählt haben, was in meinem Stall passiert sein soll, nur um sich wichtig zu machen. Komische Geschichten über Engel und einen Messias und Frieden auf Erden. Die haben doch garantiert wieder etwas geraucht, die Jungs, oder beim Lagerfeuer wieder die Weinamphore kreisen lassen. Jedenfalls hat ihr blödes Kein Raum in der Herberge Gerücht mir das Geschäft mit unzähligen, wohlhabenden Wanderern vermasselt, die unsere Gaststätte jetzt umgehen. Die klopfen jetzt bei der nächsten Herberge an, was schade ist, weil die es mit der Sauberkeit ja nicht ganz so ernst nehmen sollen, wie wir es tun. Ich habe jetzt auch Gerüchte gehört, dass diese berühmte Familie aus meinem Stall unter den Flüchtlingen sein soll, die sich aus Angst vor Herodes Genozid auf den Weg nach Ägypten gemacht haben. Ha, die Ägypter, die werden schon merken, was für Leute die sich da ins Land holen. Naja, besser dort als hier. Aber ich schweife schon wieder vom Thema ab. Ja, es scheint auf den ersten Blick ein wenig herzlos, eine schwangere Frau in die dunkle, kalte Nacht zu schicken. Aber manchmal muss man halt schwere Entscheidungen treffen. Ich habe diese Entscheidung für uns alle hier in Bethlehem getroffen, für die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Kinder, für den Erhalt unserer Werte, für die guten, schrifttreuen Menschen dieser guten Stadt, diejenigen, die sich in den heiligen Schriften auskennen. Ich sehe es als meine Pflicht, sie vor solch gefährlichen Leuten zu schützen, und das habe ich getan. Ich würde mich trotzdem freuen, wieder zahlreiche Menschen aus aller Herren Länder bei uns in der Herberge begrüßen zu dürfen, solange sie nicht Nazarener oder Samariter oder irgendein ähnliches Gesindel sind. Und wenn, wäre es natürlich ganz toll, wenn sie bei den einschlägigen Herbergs- und Wanderführern eine positive Rezension für uns schreiben würden. Hoffentlich erwähnen sie dabei den selbstgemachten Honig. Auch das gehört zur Weihnachtswunderzeit. Und ich bin gespannt auf eure Reaktionen unter diesem Video. Ihr könnt sie direkt hier drunter schreiben und dalassen, was das in euch angerichtet hat. Was löst so eine völlig andere Sicht auf Weihnachten bei euch aus? Und vielleicht sprecht ihr auch mal mit euren Freunden, mit eurer Familie heute Nachmittag beim Kaffeetrinken darüber. Zweiter Advent. Zweiter Advent aus der Sicht des Herbergsvaters. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass ihr bei mir wart und dass ihr uns zugeschaut habt. Und geht doch einfach, ich sag's immer wieder, in euren Local Bookstore und fragt mal nach diesen Büchern. Und wenn ihr sie bekommt, dann macht doch einfach ein Selfie mit diesem Buch und postet es in die Kommentare. Das würde uns sehr freuen. Oder hinterlasst tatsächlich eine Rezension bei Amazon, bei Thalia, bei Hugendubel, bei allen Online-Stores, wo ihr das Buch auch bestellen könnt, wenn ihr denn nicht mehr so gut zu Fuß seid und zu eurem Local Bookstore laufen könnt. Und wenn ihr eine positive Rezension schreibt in den Online-Portalen, dann bitte vergesst nicht, den selbstgemachten Honig zu erwähnen. Ich freue mich drauf, euch morgen Nachmittag wiederzusehen. Bis dann, habt einen schönen zweiten Advent. Alles Liebe, euer Micky. Tschüss.